Hallo Leute, wir sind wieder da, eure Superbros. Heute denkt ihr euch vielleicht, wieso haben wir hier Süßigkeiten, also hier Süßigkeiten, Chips und alles drum und dran, Getränke. Leute, ihr wisst sicherlich, dass heute Silvester ist und in 15 Minuten, ich glaube 15 Minuten oder so, um 12 Uhr gehen wir dann knallerknallen. Unsere Freunde werden heute kommen. Corona? Leute, Silvester und Corona. In den Nachrichten kam doch vor, dass wir gar kein Silvester feiern dürfen. Wir schaffen das. Wir sind die Superbros, wir schaffen das. Guck, da klingelt es schon. Wir gehen dann jetzt mal kurz die Gäste abholen. Puh, Boss, ja? Ich glaube, eure Gäste sind da. Soll ich die reinholen? Ja, hol die dann mal. Okay, alles klar. Hallo. Hallo. Ja. Dürfen wir jetzt reinkommen? Ja, okay. Komm her. Rein. Wer bist du denn? Komm rein. Hallo. Und der nächste? Samet. Hallo. Okay, Entschuldigung, Boss. Samet. Lass ihn ruhen. Ach du, du bist die Dritte? Okay, rein mit dir. Viel Spaß euch. Setz dich einfach mal hin. Leute, die sind jetzt hier die Gäste. So. Warum war eure Bodyguard immer so böse? Ist halt so. Der hat heute Morgen leider seine Cornflakes nicht bekommen. Das ist auch nicht witzig, bevor ich ihn reinrufe, dann ist er ein bisschen sauer. Und dieser Bounty-Riegel hat er nicht bekommen, deswegen ist er ein bisschen jetzt aggressiv und so. Aber es ist, ich habe ihm gesagt, er soll nett sein, weil sonst hätte er euch anders reingelassen. Ne? Ja, oh, der Arme. Ja. Der ist ein bisschen nett eigentlich. Aber wie wollen wir das jetzt machen wegen Corona und so? Dann können wir doch jetzt kein Silvester feiern. Ja, stimmt. Ja, das habe ich gehört. Ihr habt ja schon mit uns telefoniert und hier haben wir auch schon ein bisschen nachgedacht. Ja. Ja. Ich muss immer noch lachen wegen euer Boss. Bodyguard, ich bin der Boss. Ah ja, Bodyguard. Die hat mir eine Nackenschelle gegeben. Es hat ein bisschen weh, aber ich hab eben so ein Lachen verloren. Habt ihr Durst oder so? Wollt ihr trinken? Nein, danke. Nein? Ja. Besser für mich. Ja, so. Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht können wir das im Balkon machen oder so. Oder so eine Witze erzählen. Es ist doch kalt draußen. Aber Witze erzählen ist eine gute Idee, bis Silvester anfängt. Ist doch gleich, dauert nicht mehr. Ja, stimmt. Komm. Das ist gar keine Ahnung. Was ist das für ein feindlicher Typ? Oh, du Arme. Warum ist denn hier passiert? Ja, der hat jetzt den Komplex nicht bekommen. Das ist klar, auch einfach. Komm, setz dich dazu, trink was und dann soll ich das. Ich muss mich schon die ganze Zeit kurz lachen, ey. Lisa, wirklich weiter für Lisa. Ach. Willst du irgendwas trinken? Nein, danke. Ja, die anderen haben auch gefragt, warum der so unfreundlich ist. Ich finde am besten, wenn wir uns lass mich mal erstmal reden. Ich bin der Superbro. Warte kurz erstmal. Der hat heute den Complex nicht bekommen und diesen Bounty-Riegel habe ich ihm auch nicht gegeben, weil er hat gestern 2 Stück gegessen und das finde ich nicht gut, dass er so ist. Dann wird er kleiner und schwächer und dann muss ich mir einen neuen Bodyguard suchen und das halt. Okay, kann ich jetzt endlich mal was sagen? Ja. Und zwar, wie wäre es, wenn ihr euch mal vorstellt? Ja, das war das ja. Ja, aber ich sag es. So, stellt euch mal vor. Also, ich bin Ahmed. Ich bin Lena. Wie alt seid ihr? Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin 9 Jahre alt. Ich bin 11 Jahre alt und ich heiße Lina. Ich heiße Lisa und bin 10 Jahre alt. Ich bin der Obersuperbro. Ich bin Bounty Jahre alt und ich bin 12 mal mit 14. So. Ich bin auch der Oberbro. Ich bin fast 12. Ich bin 12,5, bald 14. So. Wollt ihr was trinken, essen? Ja, wir könnten hier haben. Also, ich esse ja schon fast die ganzen Chips auf, ne? Also ja, ist dann man lieber weiter. Halt mal. So, Lisa. Also, du hast da, wie wir das feiern sollen mit Silvester? Ja, was sollen wir jetzt machen jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich interessiere mich über Corona irgendwie gar nicht. Richtig. Mich auch nicht so. Mich auch nicht so. Aber sonst müssten wir ja eigentlich jetzt alle Masken tragen. Hauptsache, wir haben Spaß und feiern. Ja? Ja. Ja, was ist denn mit dir, Boss?
Hört ihr denn nicht? Der hat Hunger. Seid ein bisschen leise. Der hört uns. Wer hat das eigentlich aufgemacht? Wer wollt ihr jetzt trinken? Wollt ihr was trinken? Nein, eigentlich wäre gar nichts. Also dann trinke ich einfach mal. Ich wollte auch gleich trinken. Willst du auch trinken? Kann ich auch doch? Ah, so, okay. Sag das doch gleich. Lass mal einfach so Witze erzählen. Was für Witze willst du erzählen denn? Also, Ahmed, fang mal an. Erzähl mal deinen Witz. Erzähl mal über Hans-Peter und wer ist mitgewonnen oder so. Wer ist Hans-Peter? Junge. Der beste Freund. Das mach mal der erste Witz. So, hier nehmen. Danke. Bitte. Ich bin das Hanno. Ja, dann nehmen wir doch einen Namen. Los. Super Oberbros. Jetzt mal, das nicht schmecken. Ich wollte aber eigentlich nicht, aber egal. Los, jetzt mal einen Witz. Trinken tut immer gut. Soll ich mal was erzählen? Ja, erzähl mal. Ich erzähle jetzt den supersten Witz aller Zeiten. Na, jeder hat ja gesagt, das, was du gerade erzählt hast. Okay, so witzig ist er gar nicht, aber ich habe den mal gehört von meinem Siri. Die hat sowas erzählt. Trifft sich eine Kuh und ein Polizist. Sagt die Kuh, Mein Mann ist auch ein Bulle. Das versteht die gar nicht, deswegen. Doch, ich verstehe ihn. Siri hat auch einmal einen Witz erzählt. Der, ich habe so gefragt, kannst du mir einen Witz sagen? Macht die so, einen Witz? Man soll nicht lachen, man soll nicht alles rechnen, aber der war so witzig, dass jeder vergessen hat. Dass wir uns hier fertig machen, lass mal überlegen, was wollen wir draus machen. Ich bin einfach gerade alle so wie Schweine und denk gerade mal, wollen wir auch einen Chips machen? Warte, sollen wir einfach nicht heimlich Bella einmal feiern? Aber ihr habt doch schon gesehen draußen, wie alt bist die Polizei rum. Ah, du hast recht. 9. Wie alt bist du nochmal? 9. Wenn wir auf Deutsch spielen, 9. Kommen. Ja. Was möchtest du anmachen? Erbsen? Diese Knallererbsen? Nein. Wo du auf Boden werfen kannst? Polenbiller. Oh. Was raus hat das? Da haben wir einen gefährlichen Typen. Der 9 ist und will Polenbiller werfen. Ich rufe schon mal. Ich rufe schon Bodyguard. Nein, okay. Besser ist es. Ein Bounty. Das ist kein Bounty. Bueno. Einmal eine Frage von wo kennt ihr den Bodyguard? Von wo habt ihr den geholt? Der Arme. Von der Mülltonne? Nein, der Arme. Er war mal draußen auf der Straße. Okay, ich bin ehrlich. Der wollte ihn einfach kaputt schlagen auf der Straße, weil er war ein bisschen frech. Und dann wollte er den so kloppen und gesagt, ey, weißt du was, wir sind YouTuber. Und willst du nicht unser Bodyguard sein? Andersrum eher. Nein. Ach so. Und was zeigt ihr den? Ja. Wie mit Schokolade, ne? Ja. Und wie viel Geld kriegt ihr denn so? Im Monat kostet er. Kommt drauf an, was er geleistet hat. Also wie viel kriegt er jetzt pro Tag? Also eigentlich ist es ja so, wenn keiner hierher kommt, dann hat er ja keine Arbeit eigentlich. Doch, eigentlich in das Hausbeschützung oder so. Hm? Egal. Der bewacht vor Einbrecher auf. Ja, ich glaube, die Schüsse merken irgendwie, dass wir die ganze Zeit essen. Lass mal was anderes machen, was wir die ganze Zeit essen. Lass mal über den Thema reden, wo wir angefangen haben. Weil sie sind besser mit Corona. So, das habt ihr jetzt bestimmt schon 1000 Mal wiederholt. Das wollen wir jetzt nicht schon was machen? Lass einfach rausgehen und super schlau, was sollen wir denn machen? Ich hab's zwar nicht mal gefragt. So. Ey, guck mal auf die Uhr, 5:12. Wir müssen uns vorbereiten. Oh, endlich. Stimmt, Alter. Oh, lass mal jetzt raus. Das war schon gerade so gelangweilt, ne? Ja. Du bist immer gelangweilt. Ich habe schon fast gar keinen Bock mehr. Was sollen wir denn draußen knallen lassen? Leute, wisst ihr was? Waffel. Hat das Security? Sei mal gut leise, sei mal leise. Ich ruf den, ich komm mal her. Nein, okay. Okay, gut. Leute. Du kriegst später dein Bounty. So, Leute, wir sehen uns gleich. Ich muss den erstmal beruhigen gehen und dann holen wir die Knaller und alles. Bis gleich. Aber Leute,
Ich gebe dir gleich Leckerli, der ist manchmal schlimmer als wie ein Pitbull, dieser American Pitbull mit fettem Kopf. Der ist viel schlimmer, der isst dir auf, wenn er will. Ich gebe ihm jetzt kurz ein Leckerli und wir sehen uns dann gleich. Wir haben dann alles vorbereitet mit dem Böller und ja, ich gebe ihm jetzt erstmal den Leckerli. Ich bin's! Okay Leute, wir sind jetzt hier draußen. Ja. Es ist hier wirklich gar keine Menschenseele, kein Knaller in der Luft hier und diese. Aber Leute, wir sind gut bewaffnet. Wir haben ein Feuerzeug und eine Mini-Rakete. Ab 12 und halb Jahre. Ja, genau. Dann lass die mal jetzt anzünden. Boah, ich hab schon so Angst, ne? Ich hab so Ärger bekommen. Doch nicht so. Ey, geht mal alle weg da. Los. Jo Leute, wir sind jetzt endlich angekommen. Wir hören immer noch die Polizeisirene und ich glaube, die suchen uns. Aber Security ist da. Und er hat sein Bounty bekommen, deswegen ist alles okay. Ich musste so rennen, das ist echt alles so anstrengend. Lass die Packung zum Beispiel. Lass mich mal kurz aufstehen. Ich glaube, weißt du, wie wir nächstes Jahr Silvester feiern müssen? Leider sehr Katastrophe, Silvester, wegen Corona. Ich fand es mir sehr schön. Gib mir meinen Böller. Ich nehme den jetzt. Leute, geht mal. Hier ist mein Böller. Kann mal einer pfeifen? Nee, ich kann leider nicht pfeifen. Ich bin auch richtig schlecht. Ich probiere es einfach aus. Das war's mit dem Video. Ich eure Super Bros! Meine Mutter killt mich.